Herzlich willkommen zu Roberts Classic Schiff. Heute keine Produkte aus Kroatien, also keine Lokale, sondern heute Thema Proben, Seifenproben. Und die Seife, die heute drankommt, die kommt von Klaus. Und Klaus rasiert sich, das ist ein Geschenk von ihm. Mehr davon werdet ihr erst im kurzen dem Infofilm erfahren, um welche Seife es sich handelt. Ich sag mal so im Voraus, der Duft, sie riecht, gefällt mir sehr gut. Bis gleich, jetzt das Info und kleine Film und danach komme ich gleich zur Sache. Vorbereitet bin ich schon. Jetzt geht's los. Ich mache mein Gesicht ein bisschen feucht. Die Wassertemperatur ist immer noch kalt, aber ist ein bisschen wärmer als ganz kalt. So angepasst an die Jahreszeit. Was hat man hier? Ja, schauen. Riecht fantastisch. Das riecht so wie nach so einem ganz leckeren Schokoladenkuchen mit so. Ja, besondere Sachen wie Zimt, Vanille, Marzipan, ich weiß nicht, nur leckeres Zeug da drin. Und ja, das ist so eine Seife, ja, da hat man die Gefahr reinzubeißen. Aber ich weiß, dass wenn ich es reinbeiße, dass das nicht mehr so einen leckeren Duftgeschmack haben wird wie hier. So, los. Und es wird heute eine ganz kurze Rasur, denke ich. So. Seehobel, ein sicherer Hetzel Seehobel SE, der Katana von Yaki, der Kopf und Lemon World Griff, ein sehr griffiger. So, geht's los. Das ist einer von meinen Lieblingsrasierer, mit dem ich mich sogar alltäglich rasiere. Die Seife hat sehr gute Performance, also wirklich schade, dass es die nicht mehr zum Kaufen gibt. Und danke an Klaus,
dass er sie mir gegeben hat, dass ich sie probieren kann. So, jetzt also, kommt durch, wasch mein Gesicht ab und dann bin ich wieder gleich da. So, und dann geht es noch zum Säuberungsdurchgang. Das Wetter hier ist noch ziemlich schön. So am Tag ist ja warm, so nachts in der Früh ist noch ein bisschen kühler. Aber wir haben still noch so ja, tagsüber so ein Sommerwetter. Also, ja, kann ruhig bleiben. Wir müssen noch nicht heizen. Sagen wir mal so, sehr schön, wenn man nicht heizen muss. Ja. Dass ich das auf das Schiff davon nicht habe. Da werde ich dann sehen, die Reaktion in meinem Geschäft, wo ich, in dem Geschäft, wo ich arbeite, wie die Leute daran oder darauf reagieren würden. Naja, gut. Jetzt muss halt das andere, das von Solea, das Barbershop, hinhalten. Aber jetzt sind es genau das, wo am besten passt.
Der Katana ist wunderbar. Wunderbar. Rasierbubel. So. Single Edge. Entschuldigung. Die Klinge übrigens, die Brugarte ist hier schon das 10. Mal zum Einsatz. Aber ohne großartigen Probleme. Sehr gut. So, für den Arbeitstag müsste das reichen. Ich wasche mich ab und dann ich lasse jetzt noch mal den Info Film durchlaufen mit den Produkten, was heute dran gekommen sind, und dann kommen wir zum, ja, der Aftershave. Okay, nachher so. So, bis gleich. So, hier bin ich wieder leicht abgetrocknet. Schön, wirklich sehr schöne Rasur. Kann man sich sehen lassen. So, das Schiff. Ja, das ist auch ein Produkt, das man hier lokal einkaufen kann. In ganz normalen Geschäften. Ja, oh, es passt wunderbar. Passt richtig geil dazu. Bestimmt nicht wie das von Dr. oder von Vinegar Grooming Dr. Pepper, das Original. Das bestimmt nicht, aber sehr passend zu dem. Bisschen unter den Achseln. Dass wenn ich die Hände hochhebe, dass nicht die Hälfte von den Leuten, die um mich herum sind, herumfallen und ja, umfallen, möchten wir auch nicht. So, das war's dann an der Rasur. Fand sich sehr angenehm, so schön. Sehr leicht den Schaum zu bilden. Braucht ungefähr so eine Minute bis zwei. Insgesamt muss man den Schaum, also richtig eine schöne Konsistenz hat. Das ist wirklich nicht lange. Manche wird es vielleicht auch schneller hinbringen, denke ich mir. Aber so, ich habe so 2 Minuten gebraucht, bis wirklich so, wie ich es möchte. So, dann bedanke ich mich bei allen Zuschauern.
Wenn euch meine Videos gefallen, mein Content und alles, dann bitte ich euch, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu drücken, ein Like zu geben, einen Daumen hoch, einen Kommentar an alle Abonnenten, auch speziell an die Neuen. Einen schönen Dank an euch, dass ihr mich supportet, unterstützt. Danke für eure Kommentare, für eure Likes und dass ihr sehr viele schon doch eine ziemlich lange Zeit bei mir als Unterstützer da seid. Dankeschön in dem Sinne, bis zum nächsten Mal auf Roberts Classic Schiff, euer Robert Juric Marjanovic.